So, Freunde. Nächstes Spiel, nächstes Glück. Wir haben. Ja, wir haben eigentlich mit. Guck mal, Draxler ist immer noch tot. Ich versteh's nicht. Unsere Spieler laufen gerade echt auf den Brustwarzen, ne? Das ist richtig hart. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen mit West Ham, ne? Falls ihr euch erinnert. Aber da war mal was. Captain Van Dijk kriegt eine Pause. Ja. Links, rechts, was soll ich da machen? Ja, Arnold kann man lassen, das ist okay. Wir haben mit denen noch tatsächlich ein ordentliches Hühnchen zu rupfen. Mit den kleinen Typen. Weil die haben uns ein bisschen geärgert im letzten Spiel, das wir gegen die gespielt haben. Da haben die uns nämlich 4-0 aus dem Ligapokal rausgeschossen, die Arschgeigen. Und das geht so natürlich nicht. Ne? Salah würde ich gerne ein bisschen schonen für das anstehende Champions League-Rückspiel. Er hat schon oft genug bewiesen, dass er gut ist. Das braucht er uns jetzt hier in dem Spiel nicht beweisen. Wir. Ja, gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Wir haben endlich mal wieder ein Auswärtsspiel. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Hier gegen West Ham. Was im Stadion spielen die eigentlich? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das ist die Tabelle aktuell. Tottenham United haben aber jeweils ein Spiel weniger. Also wir könnten bis auf Platz 4 runterrutschen, wenn die beiden ihre Spiele gewinnen. So, komm, ich möchte jetzt mal ein richtig geiles Spiel sehen. So ein schönes 4-0. Komm schon. Andy Carroll, Alter. Komm. Ja, geht schon mal gut los. Schön. Keita. Schön von Keita. Ne, was macht Camacho da? Lass die Füße weg von dem Pass. Lieber Anderson. Ne. Sturridge. Na, der kann die. Das war ein schöner Trick. Nein, der sollte in die Mitte gehen. Da auf Sturridge. Der steht voll frei, Mann. Und er spielt dann in der Mitte. Schön. Fabinho. Ja, ich wollte gerade sagen, also kannst du mal auf einen Trikot zu. Oh, hier gibt sogar sofort gelb. Alter. Cresswell. Okay, der Schiri, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, glaube ich. Boah. Aber wenn er ein bisschen platzierter, so ein bisschen weg vom Tor kommt. Wäre das ein richtig schöner Freistoß gewesen. Den muss er hochspielen, aber er findet eine Anspielstation. Schade. So, da ist Cresswell. Also der ist auf der Außen da schon mal mit Gelb vorbelastet. Das finde ich schon mal sehr interessant. Lanzini. Lieber Anderson. Lanzini. Nee. Moreno. Und ganz oben ist Alexander Arnold. Der sah so frei aus auf dem Dings gerade da unten, ne? Und dann spielst du den an, dann stehen da plötzlich drei Abwehrspieler. Weiß ich nicht, also entweder ist das HUD da unten manchmal ein bisschen verbuggt. Also dieses Radar da unten. Oder keine Ahnung. Irgendwas ist da schräg. Schön gesehen. Keita. Nee. Sturridge. Ball gewinnen. Ein seltenes Bild in den letzten Tagen bei uns. Ach, Dreck. Schön. Geht schon wieder gut los. Müsste unser sein, oder? Boah, Martip, wichtig. Sturridge. Ja, da wird gedrückt und geschoben und dann ist alles egal. Lanzini, Frederiksen. Frederiksen. Hey, warum sollte der denn ankommen? Hm? Warum? Hau ich halt jetzt weg. Ist mir auch egal. Nächster Ballverlust. Das geht gerade schon wieder
so los wie in den ganzen anderen Spielen. Guck, da läuft sich auch keiner frei, da bietet sich auch keiner an. Das ist. Und er hier, er wird sofort attackiert. Bam, ist der Ball weg. Und dann spielt er den Ball durch zwei Spieler von dem Spiel. Zack, Kopfballduell gewonnen und der Ball ist wieder weg. Es ist echt anstrengend gerade. Guck mal, es bringt halt absolut nichts, wenn alle Spieler vorne stehen. Das habe ich doch nicht eingestellt. Never habe ich das eingestellt, dass die alle vorne stehen. Never ever. Also ich kann gerne gleich nochmal gucken, aber ich habe nie eingestellt, dass die alle nach vorne laufen sollen. Warum nehme ich eigentlich gerade so viele FIFA-Folgen hintereinander auf? Es läuft gerade überhaupt nicht. Und ich tue es trotzdem. Und ich weiß absolut nicht warum. Warum ich hier immer noch sitze und FIFA aufnehme. Oh, Gelb gegen Perez. Also der Schiri ist gut dabei jetzt gerade. Guck mal, das Chip ist jetzt 0-0. Eigentlich sollte alles gut sein, aber... Ich merke halt schon wieder sowas hier. Sowas merke ich halt einfach schon wieder. Dass einfach die Pässe... absolut nicht so kommen, wie ich mir das vorstelle. Dass die ständig abgefälscht sind und dann, ja, weißt du, du merkst es einfach. Du merkst einfach, wenn FIFA dir so eine richtige Blockade reindrückt. So Handicap over 5000. Und das nervt. Und woran merke ich das? Ich merke das daran, dass solche Pässe einfach nicht ankommen. Das sind ganz normale A-Pässe. Das sind nicht mal Pässe in den Lauf oder so. Das sind einfach A-Pässe. Und da erwarte ich, dass diese Pässe wenigstens ab und zu mal ankommen. Hier, Ball geblockt. So, so eine Geschichte einfach. Es läuft aber nicht. Du merkst einfach, es läuft nicht. Ja, und solche Tore vom Gegner. Solche Tore vom CPU. Wenn du solche Tore vom CPU kriegst, weißt du, FIFA fickt dich gerade, aber richtig gerne. So ein Arnold. Ich laufe jetzt aber mal in den Strafraum rein. Ja, ich wollte gerade sagen, aber wahrscheinlich kriege ich den Ball aber abgenommen. Carroll, der wird auch überhaupt nicht gedeckt. Der darf im Mittelfeld da die Kopfballduelle gewinnen und die Bälle verteilen. Überhaupt kein Problem. Herzlich eingeladen. FC Liverpool. Bei uns dürfen sie noch Fußball spielen. Naja. Mach mal. Ja, natürlich. Keine Ahnung, irgendwie ist West Ham unser Nemesis in dieser Saison. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Oh, Sturridge, warum spielst du eigentlich? Schön, Keita. Boah, schön Zweikampf gewonnen vor der Halbzeit, ne? Der Trainer, der dich zusammenstaucht in der Kabine. Boah, bin ich salzig. Es sind aber auch gerade einfach zu viele Spiele aufeinander, ganz ehrlich. Also, das ist gerade echt nicht mehr schön. Da ist ja nicht mal ein Tag irgendwie dabei, wo du mal ein bisschen verschnaufen kannst. Überhaupt nicht. Das ist
ist echt ein bisschen zu krass. 4, 2, 3, 1, kompakt. Was gibt's denn noch? Gibt's nicht irgendwie... Warte mal, was haben wir denn hier noch Schönes? Lass uns mal das klassische Komp probieren. Das, was ich eigentlich so immer am liebsten mitspiele. Hier, 4, 3, 3, halten. Das ist eigentlich so mit meine Lieblingsaufstellung. Sturge in der Mitte, Shaqiri auf rechts, Draxler, Fabinho, Keita, Mané. Lass uns mal so probieren. Guck, was bei rumkommt. Kann nicht schlechter sein als die erste Halbzeit. Mané. Schön gedreht. Mané. Oh. Ja, leider zu unplatziert. Sturridge. Guck mal, warum läuft der denn nicht? Ach, Mann. Warum ist Sturridge gerade nicht durchgelaufen? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Da draußen. Schön gespielt. Ja. Das ist genau das, was ich sehen will. Ja, jetzt gewinnen wir auch mal Kopfballduelle. Ich merke das schon gerade. Nein, Moment, das war schlecht. Nein, das war nicht gut. Ja, bei der Mitte ist keiner. Bis jetzt. Oh, da ist ja doch einer. Scheiße. Bullshit. Ein bisschen Glück hätten wir den noch haben können, ne? Schade. Nee. Elfmeter. Oh nein, doch nicht. Dachte gerade schon. Komm, nein, der muss länger kommen, Mann. Der Pass muss aber länger sein. Oh Gott. Und er muss wieder warten. Weil einfach nichts nachkommt. So, Shaqiri, jetzt komm. Oh. Bisschen zu unplatziert. Aber das sind genau die Nachschläge, die wir setzen müssen. Ja, 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 klar. Häng dich ruhig noch an mich und wir haben uns einfach lieb. Schön gemacht von Keita. Gegen drei Mann. Und dann ist in der Mitte einfach immer uncool. Oh, gefälscht. Fabinho mit der Ecke. Ist gut. Martin! Nein! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also wir müssen das Spiel eigentlich schon gewinnen. Wenn wir nicht komplett raus sein möchten im Duell um den Premiership, dann müssen wir dieses Spiel eigentlich fast schon gewinnen und dann lässt er sich da so abkochen und das ist das 2-0. Alter, Alisson. Boah. Das war eigentlich auch ein Ball, den du safe haben musst. Also jetzt nicht von Alisson, ne, sondern als Spieler. Als Feldspieler musst du diesen Ball eigentlich haben. Nein, der Ball muss durch, Mann! Nein! Du Scheiße! Nee, das ist nie normal. Ja, Draxler, schön. Ach komm, ich hab keine Lust mehr, ey. Jeder Pass wird geblockt, Alter. Was soll ich denn noch machen? Jeder Pass, der ein bisschen gefährlich werden kann, der wird da einfach weggeblockt. Interessiert den Gegner gar nicht. Der wird einfach weggeblockt. Zack, weg ist der Ball. Kein Problem. Nee, Martin, schade. Guck mal, in der Mitte ist niemand. Okay. Also, ich weiß ja nicht, aber
Ich meine, das war wieder Shaqiri, der da. Ne, war nicht Shaqiri, der da gerade gelegt wurde. Unser. Ach komm, du bist doch. Ach, leck mich doch, Alter. Lanzini. Ne. Schön. Ja, Shaqiri und Draxler, das gefällt mir gut, das Zusammenspiel. Er kommt noch dran. Es ist frustrierend. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Marte kommt wieder bis nach sonst wohin. Alter, der wird verkauft im Sommer. Der ist sowas von raus, der Typ. Können wir eigentlich nochmal wechseln? Oder haben wir schon komplett? Naja, wir können noch einmal. Ja, wir bringen Firmino vorne rein. Die hinten dran können sogar nicht mehr laufen. Das ist mir egal. Ja. Ja, ich bin völlig der Anlassmann. Ich bin das Darf-Diener hier. Hallo. Ach, fuck, Spieler, Alter. Ja, 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 gelbe Karte, schieb sie dir in einen hässlichen Orangenpo. Guck mal, sein Spieler geht hin. Shaqiri guckt zu. Wie der am Ball, ne? Also. Ach. Ja, und ja, geil. Geiler Typ. Ja, nice, Mate. Das war genau richtig. So genauso will ich das sehen. Bester Mann. Geiler Macker. Das ist einfach Wahnsinn, wie viele Spieler damit nach vorne gehen, ne? Vollkommene Offensive interessiert nicht. Wir bleiben trotzdem mal defensiv. Das ist vielleicht besser. Dieser Philippe Andersen regt mich richtig auf. Ich bin so kurz davor, den gerade so umzukrätschen, ne? Guck mal. Ja, ist mir scheißegal, wer Manager oder Mensch ist. Ja, guck mal, der macht einen Kopfball aus fast aus dem Mittelfeld, Alter, und das ist auch noch knapp dann, weißt du? Komm schon. Ja, der Torwart ist wieder da, ne? Ne, ist er nicht! Ja! Ein Schuss! Erreicht! Firmino, alter Matchwinner! Oh! Oh, ist das schön. Ich freue mich noch nicht zu früh. Weil noch ist das Spiel nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Oh, wichtig. Das Unentschieden ist sehr wichtig. Das ist zwar kein Sieg, den wir eigentlich gebraucht hätten, aber das Unentschieden ist gerade sehr wichtig für die Psyche. Junge, 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 Junge. Boah, 9 Torschüsse, Alter. Was ist da momentan los? Ey, ich verstehe es nicht. So viele Fehlpässe, so viele klaffende Lücken hinten in der Abwehr, ne? Ich kapiere das nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ich mache mir Gedanken. Ja, ich gebe dir gleich Gedanken, Alter. Ich gebe dir gleich Gedanken, Junge. Spiel nicht so eine Pisse auf dem Feld. Brauchst du dir auch keine Gedanken machen. Spost.
So, Freunde, nächstes Spiel ist gegen Liverpool, ist gegen Atletico Madrid, das Entscheidende. Da müssen wir mindestens 2-0 gewinnen. Da gibt es Verlängerung. Oder wir müssen 3-0 oder wir gewinnen 3-0. Dann haben wir auf jeden Fall sogar weiter. Das wird eine richtig harte Aufgabe, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wir hören und sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.